Hallo allerseits, ich bin Zero. Willkommen zurück zu unserem Projekt Edna bricht aus. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon ein bisschen mit unserem Wärter hier unterhalten, der mit den Vaterkomplexen, so wie es anscheinend hat. Und wir suchen immer noch einen Weg aus unserer Zelle. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir scheinbar irgendwo hier hinter dieser Abdeckung eigentlich einen Luftschacht haben sollen. Da kommen wir aber so jetzt im Moment nicht ran, jedenfalls nicht von Hand. Aber wir haben da jetzt beim letzten Mal noch ein Stuhlbein abgegriffen. Und von dem her ist jetzt das Erste, was wir versuchen werden. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Etwas Spitzes also. Na gut, wie ist es denn, wenn wir jetzt versuchen... Nicht schlecht, so einen Sofabezug an der Wand. Das heißt, sobald ich rausfinde, wie genau wir das anstellen können, möchte ich eigentlich sonst versuchen, das wäre natürlich auch noch eine Option, ne? Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Okay, was machen wir jetzt? Randale! Yippie! Randale! Randale! Da muss ich Harvey absolut recht geben. Es ist immer Zeit für Randale. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Ja, ganz genau, Harvey. Ich meine, so ein Presslufthammer ist in jedem Irrenhaus, in jeder Gummizelle Standardeinrichtung. Ungefähr so wie ein Feuerlöscher. Und eine Partikelkanone. Und vielleicht noch ein kleiner Atommeiler oder so, ich weiß nicht. Da, wo ich mal war, da haben wir keine Gummizellen. Von dem her kann ich das jetzt so schlecht beurteilen. Das klappt so nicht. Warum denn nicht? Kommst du nicht besser hoch? Weil... Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Genau, das Ausschlussinstrument. Das hatten wir ja auch schon. Ich frage mich jetzt wirklich gerade... Können wir Eine das Tür noch... Kann man zwar im können wir... Hallo Tür! Bestens. Ich empfinde eine perfide... Ich hasse... Moment. Benutzen, ansehen. Wie hatten wir das... Ist verschlossen. Was hast du erwartet? ...letztes Mal gemacht? Wir haben uns doch letztens mit dem Typ da draußen unterhalten. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ah, da ist er wieder. Also die Klimaanlage wollte er uns nicht anstellen, ne? Rauslassen wollte er uns auch nicht, auch wenn es ein Notfall war. Vergiss es? Es scheint im Moment unsere einzige Option zu sein, irgendwas zu machen. Also unterhalten wir uns halt nochmal ein bisschen über Minigolf. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Okay, in der Profi-Minigolf-Liga. Ich verstehe. Und das ist jetzt da aus dem Wal vom Vater aus dem Walkiefer geschnitzte Special 7er Extra Large Super Golfschläger oder was? Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Also wir hatten den letztens schon mal gesagt, er soll sich diesen Schläger über den Kopf ziehen. Und danach ist er heulend abgehauen. Von dem her, so lustig wie es ist, ihn ein bisschen zu beleidigen und seinen Vater vielleicht auch noch gerade dazu, ist trotzdem das Problem, wir wollten ihn ja nicht schon wieder davonjagen. Immerhin denke ich mal, dass wir ihn brauchen, um irgendwie rauszukommen, ne? Also,
Lenken wir mal vom Thema ab. Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Also, um ehrlich zu sein, giftig würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ja, wir lassen jetzt mal außen vor, was beim letzten Mal passiert ist, wo wir seinen Papa erwähnt haben, ne? Also, über seinen Schleier wollen wir nicht mehr wissen, über seinen Vater auch nicht. Vom Minigolf wird mir dusselig, du könntest mich hier rauslassen und mir was vorgolfen. Können wir über was anderes reden? Komm, jetzt hatten wir es mit Beleidigen, jetzt versuchen wir mal ein bisschen zu schmeicheln. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an, dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Okay. Super, jetzt ist die Klimaanlage zwar an, aber wir sind immer noch keinen Schritt weiter, was das angeht. Jetzt ist die Frage. Können wir das Stuhlbein an sich irgendwie benutzen? Das ist mein neuer Freund, Stuhlfried Stuhlbein. Sag Hallo, Stuhlfried. Er ist schüchtern. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Das klappt so nicht. Ach komm, wir müssen noch irgendetwas mit dem Ding anstellen können. Nur was? Das ist mein alter Kumpel Harvey. Gott, ich komme mir gerade so blöd vor. Ganz im Ernst, Leute. Ich komme mir gerade so unglaublich blöd vor. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gewehre. Einfach schrecklich. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Randale! Also, okay, jetzt haben wir ein kaputtes Stuhlbein. Irgendwie habe ich so das Gefühl... Randale! Ach, ist das nicht schön. Noch ein bisschen mehr. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Die Tür hilft's anscheinend nicht, aber... So, wir nehmen jetzt erstmal die ganze Zelle auseinander. Jedes einzelne Kissen. Jeder einzelne Bezug. Aber jetzt stellt sich noch gerade die Frage. Können wir... Ja, das geht auch. Sehr schön. Wir können sogar einfach das Schneiden überspringen. Weil letzten Endes setzt sie sich immer gleich an. Aber Randale muss sein. Kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Ich glaube, wir haben die Lüftung gefunden. Aber auch wenn wir jetzt einen Weg raus haben, Randale muss sein. Wie man vielleicht gerade merkt, ich bin so einer der Menschen, wenn mir irgendwo was mitnehmen kann, nehme ich's mit. Und das ist jetzt hier bei so einem Spiel, kann es natürlich auch, je nachdem, vielleicht schon ein
bisschen ausarten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in anderen Spielen noch sehr, sehr viel schlimmer werden könnte. Und genau aus dem Grund hätte ich mal gedacht, machen wir mal ungefähr hier nochmal eine Pause. Damit wir nachher beim nächsten Mal, da wir jetzt wieder was Neues haben, nämlich ein kaputtes Stuhlbein und nicht mal ein komplettes Stuhlbein, dass wir nochmal versuchen, mit dem kaputten Stuhlbein auch nochmal ein paar Interaktionen auszuführen. Halt unter anderem nur schon, um zu wissen, was Harvey davon hält, dass wir jetzt ein kaputtes Stuhlbein haben. Und dann kommen wir hier hoffentlich auch irgendwie aus dieser Scheißzelle. Aber, wie schon gesagt, das muss warten bis zum nächsten Mal. Von dem her wünsche ich euch allen noch eine ganz schöne Zeit. Bleibt sauber, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.